So, der nächste, den muss ich überspringen. So, weil der verarscht mich, ja. So. Danke. Resist Magic ist Stuff Defense. Kennen wir bereits. A fine mechanical apparatus unknown function. Maybe it's some sort of calendar. Perhaps it's a bomb. Perhaps it could enhance some form of magic. Seems to be triggered by magic. Tome of Air. Habe ich irgendeinen Erdzauber, der das aktivieren könnte? Shock, Enchant, Featherfall, Squall Burst, Missile Shield, Blink, Cure Disease, Shock Shield, Lightning Blast. Invisibility. Wisp Shift Repulse. Kann ich jetzt vielleicht transportieren? Necrochemie. Okay, und Transmutation. Na gut, du behältst den Gegenstand einfach mal. Obwohl, was hatten wir hier? Resist Magic, aber ich glaube nicht, dass es dieser Zauber sein wird. Egal, ich gehe jetzt den harten Weg zurück. Und dann gehen wir jetzt weiter. Hi. Okay. Das Seite sieht schon wieder etwas mechanischer aus. Mine Operations. Palace Teleporter. Ja toll, ich habe ihn angeschmissen, aber wie mache ich ihn auf? Wahrscheinlich über das Ding. Ancient Dixite. Oh, ich sehe ein Giftelementar. Tja, das Einzige, was ich direkt öffnen kann, ist die Seite hier.
Ich aktiviere damit nicht noch eine andere Öffnung, oder? Nö. Angst ein bisschen. Ich meine, sein unheimliches blaues Leuchten. Supervisor Wingworth. Es wurde mir mitgeteilt, dass eine Anzahl an Arbeitern die Toten durch die Mauern hat kommen lassen, kommen sehen. In den unteren Ebenen. Insbesondere gab es bereits 12 solcher Sichtungen. Ich vermute, dass das Auftreten dieser immateriellen Wände mit unseren Anti-Magie-Siegeln zu tun hat, die wir in den Arbeitsgebieten dieses Levels platziert haben. Wir sind, nehmen deswegen an, dass es mehrere solche Mauern in der vulkanischen Region unten im Norden gibt. Wir senden ein Team, um das weiter zu überwachen. Die großen Watchers glauben, dass der Effekt der antimagischen Wards einen entsprechenden Nebeneffekt hat. Oder einen vielversprechenden. Oh shit. Au. Hi. So, du bist zum Glück tot. Ein Sack mit Essen. Oh, das ist ein leichtes Essen. Ah, habe ich noch irgendwo was gesagt, wo wir Zeug oder Kusch reinstopfen könnten? Nö. Da brauche ich dich jetzt gerade nicht. Ach, rutsch mir doch einen Pummel runter. Vor allem mit Backsteps bei solchen Gegnern könnte ich verdammt viel Schaden machen. Mit dem Assassin-Skill, vor allem wenn ich den auf 50 gebracht hätte bei ihr, könnte ich Gegner instant killen von hinten. Ah, aber so ist das echt kacke. Wingworth. Nachdem wir... nicht. Nachdem wir die Auslöschung unserer Minenarbeiter in den nordwestlichen Tunneln festgestellt haben, haben wir einen Wächter, also Wachen, dort gelassen, um die Gegend
sicher zu halten. Ach, nachdem du die Exterminierung der Minenarbeiter untersucht hast oder bestätigt hast, dann lass Wachen zurück und versiegelte Tunnel. Wie vorteilhaft das unsere Zinnsoldaten sich nicht drum kümmern, wo man sie zurücklässt. Dann überprüfe durch den Horus-Auge, sage ich jetzt einfach mal, weil ich mir nicht gerade einfällt, was Chasm heißt, für jeden, der entkommen ist. Um sicherzugehen, dass alle Überlebenden gefangen sind, wurde der Sicherheitscode für das Schloss geändert. Es ist nun 1342 bla bla bla. Geh sicher, dass keine Arbeiter überleben, Wingwave. Sei gründlich und überprüfe jedes Gebiet dreimal. Und vergiss nicht, dass die Arbeiter auch Sachen hinter den hölzernen Unterstützungsplanken an den Wellen hinterlassen haben können. Erbärmliche Insekten. Es ist möglich, dass sie nützliche Informationen über die großen Wächter für das interdimensionale Portal gefunden haben. Wir müssen sicher gehen, dass diese Informationen mit ihnen zusammen hier sterben. Moridin. Operation Backup System. Solange ich ihn so reinlegen kann. Soll es mir recht sein. So. Hatten wir jetzt gerade Glück. So, slashy. Ja, hinter solchen Dingern sollen angeblich Geheimnisse sein, aber im nordöstlichen Teil. So, die drei Notizen. Ach, gib mir mal den Sack her, dann verstreue ich die Notizen, die ich schon gelesen habe. Mal wieder in einem Sack. Die habe ich gelesen, die habe ich gelesen. Hier gibt es noch eine vierte, die ich noch nicht gelesen habe. Und das hier sind... irgendwelche Dinger. Mein Storage. Mein Storage nix gut. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Also,
Drücke ich mal auf F5, hoffe, dass es speichert. Oder nee, ich mache den Cut einfach so, beende die Aufnahmesession und speichere richtig. Also, bis zum nächsten Mal.